Einen schönen guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, heute mal News in eigener Sache. Auch wenn es verdammt viel gibt, worüber man reden könnte. Aber ich wollte einfach mal kurz aufklären, was denn das Problem die letzten Tage war. Denn in den letzten Tagen war es nicht möglich, gewisse Videos anzuschauen. Beziehungsweise genau genommen, alle, die von mir, hatten einen merkwürdigen Bug, dass sie nur in 2% der Fälle geladen haben. Und das Problem an der ganzen Sache war, das lag nicht an mir, das lag nicht am Video, das lag an Google. Denn alle Videos, die ich auf privat hochgeladen hatte, und das war ein Monatsvorrat. Ich habe hier für einen Monat im Vorrat die Videos hochgeladen. Also praktisch bis Ende Februar waren alle kaputt. Warum, weiß ich nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ich habe jetzt alle nochmal gelöscht und lade sie gerade alle nochmal hoch. Nur, dass ihr das wisst, dass ihr deswegen auch den. Auch die Mario Party Parts, die kaputt waren, und die Paper Mario Parts, die kaputt waren, nochmals sehen konntet, lag daran, dass man da, dass ich das alles nochmal neu machen musste. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr beschissen. Aber nur damit ihr Bescheid wisst. Jetzt habe ich immerhin bis zum, ich glaube, 15. Februar das so hochgeladen. Also es geht wieder aber da einigermaßen. Diesen einen Monatsvorrat habe ich einfach aus sehr praktischen Gründen, da es während dem Studium schwierig ist, das genau zu koordinieren. Jetzt während der Prüfung ist es natürlich noch blöder, aber pff, ich weiß jetzt endlich nicht, was genau das Problem war, weil es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Aber ja, nur damit ihr in etwa Bescheid wisst, es geht wieder normal weiter. Und ansonsten gibt es noch irgendeine kleine News, die man sagen könnte. Bin gerade am Überlegen. Ja, vielleicht noch eine kleinere News, die man in diesem Zusammenhang bringen könnte, ist, dass bei Donkey Kong Country Tropical Freeze, wer Off-TV Play haben möchte, das nicht haben kann. Denn wenn man das Spiel mit dem Gamepad spielt, bleibt der Bildschirm aus. Also, das ist einfach, liegt auch einfach daran, dass man Ressourcen sparen möchte für den TV. Wobei, soweit ich weiß, ich weiß es jetzt selbst nicht genau, weil ich das Spiel ja noch nicht besitze. Soweit ich weiß, müsste es möglich sein, dass man auf dem Gamepad spielt. Aber dann kann man eben nicht mehr auf dem Fernseher spielen. Also auf TV Play ist durchaus möglich, das muss ich mich revidieren, aber eben nicht gleichzeitig mit dem Fernseher. Nur damit ihr es wisst, das ist, soll eben so sein, damit man 1080p auf 60 FPS spielen kann. Aber gut, Leute, wie findet ihr diese ganze Sache? Schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare und ich hoffe, ihr konntet die Videos nachschauen. Wenn nicht, sie sollten jetzt alle funktionieren. Bis die Tage.